Ich würde gerne unser Gespräch beginnen mit Sekem, weil mich Sekem als Modell vorhin sehr überzeugt hat. Ich habe gesehen, wie die Initiative eines Mannes, Ihre Initiative, Herr Abulejsh, ein Projekt zustande bekommen hat, das mit Landwirtschaft begann. Dann kamen andere Produkte hinzu, die auf der Baumwolle gründen. Dann kam der Gedanke, wir brauchen Bildung, wir brauchen Bewusstseinsveränderung. Und so wurde eines zum anderen gebracht und das ganze Modell ist immer mehr ins Wachsen gekommen und geht inzwischen weit über das hinaus, was man als reine Produktionsangelegenheit sehen könnte. Wäre denn nach Ihrer Überzeugung, das frage ich Sie jetzt alle so in die Runde, sind solche Initiativen wie Sekem ein Modell über Ägypten hinaus, ein Modell wirklich für die Veränderung der Weltwirtschaft und der Welt? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Es ist zu hören, ja. Was meinen Sie, Professor Laszlo? Modelle sind wichtig, weil es die Entwicklung, die ganze Development, die heute zustande kommt, ist dadurch, dass man sieht, was möglich ist und man empfindet die Notwendigkeit, etwas zu tun. Also die Möglichkeiten darzustellen, ist äußerst wichtig. Das Willen zur Veränderung, to be the change, ne? Das wächst. Und dafür aber brauchen wir etwas Wichtiges, etwas Wichtiges, etwas Konkretes, zu zeigen, was können wir tun, wenn wir uns verändern, wie können wir dann die Welt verändern. Sie haben vorhin, Professor Max Neefs, hier darüber gesprochen, was wir uns verständigen müssen auf bestimmte Grundsätze des Wirtschaftens, dass wir auch einen Katalog brauchen, was wir als ökonomisches Verbrechen einstufen und einen entsprechenden Gerichtshof brauchen. Das heißt, sie bewegen sich auf der globalen Ebene. Letztendlich muss es ein internationaler Gerichtshof sein. Sind, auch wenn wir den noch nicht haben, auch wenn wir uns noch nicht darüber verständigt haben, was wir als ökonomisches Verbrechen ansehen, sind solche Modelle wie Sekem hilfreich und vielleicht ein Schritt in die Zukunft? Nein, nicht als ein Gericht, selbstverständlich. Also das ist, was man eigentlich global brauchen würde. Aber ja, in den lokalen Umgebungen gibt es so viele Bewegungen und so viele Initiativen. Viel mehr, als was man sich überhaupt vorstellt. Es ist eine kolossale Revolution, aber das ist nie eine Nachricht. Das ist nicht in den Zeitungen, es ist nicht im TV, nicht wahr? Aber es passiert. Es ist da. Und wenn das nicht passiert, wird die Situation in der Welt noch viel schlimmer. Und das ist mehr oder weniger, man weiß es, eine lokale Gerichte, also da, wenn die Sachen nicht gewinnen, also da gibt es soziale Bewegungen, nicht wahr, also die versuchen, die Sachen zu verändern und was weiß ich. Und das muss man natürlich mehr zum Vorbild bringen. Und in der Hinsicht, Initiativen wie diese, wie One World Family, sollte mehr und mehr also diese verschiedenen Fälle zeigen. Also dies geschieht. Sekem ist jetzt weltfamos, weltberühmt. Aber es gibt viele mehr Sekeme, kleinere und hier und dort und was weiß ich, von denen man praktisch nichts weiß. Und das muss man zeigen, das muss man zeigen. Also das wird verhindert, also wird versteckt, nicht wahr, wird unter das Teppich gelegt, nicht wahr, weil es nicht für die Power Groups interessant ist. Was passiert denn im Moment, Professor Abulejsh, mit Sekem in Ägypten? Die ganzen Unruhen, die politischen Prozesse, gehen die an Sekem mehr oder weniger spurlos vorbei oder sind Sie direkt betroffen? Sicher sind wir genauso betroffen. Mhm. Und Ägypten ist im Moment in einer Transformationsphase, das wird sicher Jahrzehnte auch dauern. Aber die Transformation braucht eine Idee, braucht eine Idee, die sich auch in Zukunft realisiert. Und Sekem stellt und offeriert die Vision der Zukunft für Ägypten. Und daher sind die Gebildeten und auch die politisch Interessierten
und die Medien mehr und mehr an der an Verstehen der Idee erkennen, nämlich diese ganzheitliche interessiert. Und ich sehe, je mehr wir auch die Idee realisieren und auch entwickeln können, je mehr wird das auch ganz Ägypten strahlt und verändert. Welche Erfahrungen haben Sie, Professor Max Neef, ich spreche Sie mal direkt aufgrund Ihrer Südamerika-Erfahrung an, welche Erfahrungen haben Sie mit ähnlichen Projekten wie SECEM gemacht in Südamerika, wenn politische Veränderungsprozesse stattfinden? Also es gibt eine, Sie haben damals am eigenen Leib den Putsch gegen Allende erlebt in Chile, wo eine politische Veränderung vieles, was entstanden war an Initiativen, zerstört. Gestern waren es 40 Jahre. Mhm. Das war ein ungeheuer großer Tag gestern in Chile, 40 Jahre von Kuh. Ich war im Exil, nun, 14 Jahre lang. Und also das hat mein ganzes Leben verändert. Sagen in Lateinamerika gibt es viele. Hauptsächlich, und das ist sehr interessant, eine Menge Initiativen, die wirklich groß geworden sind, 100% von Bauern. Kein Techniker, der von außen kommt und die Sache für die Bauern organisiert, nein, direkt von den Bauern. Und diese Bauern im Süden von Kolumbien zum Beispiel haben schon dreimal internationale Seminare entwickelt. Und da haben sie alle möglichen Leute eingeladen, ich war Eduardo Galeano, ich war da und verschiedene andere internationale Wissenschaftler waren da und haben eins zu eins direkt mit den Bauern diskutiert und analysiert. Und das ist unter einem großen See. Und auf der anderen Seite vom See, gleich wie wir das Seminar hatten, ich war auf der anderen Seite, waren die Kinder, die eigene Seminar hatte über dasselbe Thema. Kinder von 8 bis 14 Jahre alt. Und am Ende des Tages kam eine Delegation von den Kindern zu uns und sagte uns, also was die da diskutiert haben. Und am nächsten Tag ging eine Delegation von uns und hat den Kindern erklärt, was wir diskutiert haben. Und so. Fantastisch schön. Also das ist berühmt geworden. Und solche Initiativen gibt es eine Menge. Leider Gottes, aber wie ich vorher sagte, also das sind nicht weltbekannt. Die müsste man bekannt machen. Aber wenn ich etwas sagen darf, mir hat das Gespräch von unserem Physiker sehr, sehr gefallen. Und wir haben ein Problem von Bewusstsein hier. Wir sind nicht bewusst von was wir wirklich haben. Wir sind nicht bewusst von was wir machen können. Also ich wirklich glaube, dass Bewusstsein ein unglaublich wichtiges Element ist. Es ist Ihrer beider Thema, Mr. Kemper, Ihres auch, Professor Laszlo, wenn davon die Rede ist, dass wir ein neues Bewusstsein auf eine neue Ebene kommen müssen in unserer Anschauung der Welt, dass es nicht reicht, einfach weiter zu wurschen, nicht reicht, zu überleben, sondern dass wir uns weiterentwickeln müssen. Haben Sie den Eindruck, wir sind in dieser Hinsicht, Professor Campbell, auf einem guten Weg? Yes. I think what we are doing here is important. It's necessary. You cannot change another person's understanding and consciousness. All you can do is give them the environment in which they can change themselves. And that's what we're doing. We're trying to produce here an environment that will help people see a bigger picture, and that's important. But we have to not lose sight of the fact that the reason the world is the way it is, the reason we have these power centers, the reason that we need to protect our, you know, our economic interests, the reason that we are this way is because this is the way we are as humans. This is the way we, the human population, are, and our institutions, our governments, our policies, all reflect us. And until we change, we, humanity,
until we change at a very fundamental level our attitudes, you know, our perceptions, let go of our fear, embrace love and the positive, until that happens, then we won't expect any long-term change. You see, we only change in the long term if we change. Now, we can change governments, we can change policies, but it will all eventually go right back to the way it was if we, the people, don't change, because those policies and those governments reflect us. Ich bin gelegentlich ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, unsicher, wenn ich von Langzeitveränderungen höre, weil ich auf der anderen Seite sehe, wir stehen vor so gewaltigen Problemen, gerade was die Klimaveränderung angeht, die auf unseren Planeten massiven Einfluss nehmen wird, dass ich fürchte, wir haben nicht die lange Zeit, die wir brauchen, um unser Bewusstsein zu verändern und unser Verhalten, unser Ökonomisches zu verändern. Wie optimistisch sind Sie, Professor Laszlo, dass wir es in der nötigen Zeit schaffen? Ich bin nicht optimistisch und nicht pessimistisch, ich bin Aktivist. Gut. Aktivistisch. Aber eine Möglichkeit besteht, weil eben in einer Krisensituation die Sachen sich sehr rasch verändern. Ich würde ein Beispiel geben auf meine eigene Gebiet, meine Arbeit. Ich habe vor 20 Jahren, jetzt ist genau das 20-jährige Jubiläumsjahr, der Club of Budapest gegründet. Habe damals angefangen mit der Dalai Lama, mit Peter Ustinov und Mikhail Gorbatschow und anderen. Von der Club of Rome, wo wir gemeinsam waren, ausgewachsen. Das der nächste Schritt. Und dies ist dann zuerst Interesse, aber dann war langsam. Aber jetzt wieder kommt wieder an zu, die Interesse wächst. Wir werden eine ganze Reihe von Veranstaltungen machen, ab Dezember bis März. Wie die 20 Jahre, was passiert war in den letzten 20 Jahren, was gehört zu den nächsten 20 Jahren. Wir haben etwa 60 große Namen, Paulo Coelho, ich hoffe, viele andere, die dazu gehören. Nun, andere Sache jetzt, aber das ist ähnlich. Weil man kann unterscheiden zwischen den alternativen Medien und den Mainstream-Medien. Sie arbeiten ja hier für die Mainstream-Medien, nicht? Wenn Sie das auf der Rundfunk. Aber es wechseln an die alternativen Medien und es werden wie in der Medizin, man sagt, nicht nur alternativ, sondern komplementär auch. Man wechselt dazu. Ich habe diese Erfahrung. Ich habe vor. Ende August, vor ein paar Wochen, ein halbstündiges Programm aufgenommen für den PBS, die Public Broadcasting System in Amerika, die 60 Millionen Zuschauer haben im Durchschnitt. Und die möchten jetzt auf dieser Basis eine Reihe machen. Ein Zyklus, das heißt World Thought Leaders, die Gedenkleiter, Thought Leaders. Und es wird wahrscheinlich der Zyklus unter den Namen gehen, The Rise of the Akashic Age. Also ein Zeitalter, der von der Akasha genannt wird. Ich habe da viel gearbeitet. Also Akasha, die Zusammenhänge, die gleichmäßige, gleichdenkige Zusammenfügen von Sachen. Ein Akashic Age ist, wo alle mit anderen verbunden sind und alle mit anderen kooperieren. Ein positiver Utopia. Und zum ersten Mal wird es eine Mainstream-Fernsehgesellschaft das ausstrahlen. Das ist etwas Positives. Ein anderes, das ist gleichmäßig, es war soeben entschieden in Kalifornien, dass ein Film, der über meine Arbeit und mein Leben gedreht werden soll, mit Aktoren, also ein Fiction-Film, aber mit einer Message nicht, gemacht wird, sein wird. Es heißt Visionary, Visionär. Und das ist immerhin, das muss man dazu 8 Millionen Dollar zusammenbekommen. Und das kam zusammen. Interessant also, die Mainstream-Media fängt an zu reagieren. Und Leute wie Sie, Herr Doktor, wenn Sie es dazu beitragen, das wäre ein sehr großer Beitrag. Ich finde diesen optimistischen Blick, diesen
aktiven Blick auf die Welt sehr wichtig. Wir müssen es anpacken, wir müssen was tun, auf allen Ebenen etwas tun. Ich finde es toll, wenn Projekte wie SECEM sich so weiterentwickeln, wie sie es bisher getan haben, wenn Fernsehsender solche Reihen entwickeln, wie sie es gerade beschreiben, wunderbare Sachen. Ich fände es natürlich auch toll, wir hätten eine große Initiative, die sich für die Prinzipien des Wirtschaftens, die Sie vorhin erläutert haben, Professor Max Neef, stark machen würde. Und wenn wir irgendwann mal einen solchen Gerichtshof hätten, einen internationalen oder wenigstens ein Tribunal, was ökonomische Verbrechen angeht, es würde uns in der Tat sehr viel weiterbringen. Glauben Sie, dass wir das noch erleben? Diesen Gerichtshof, ja? Ich bin nicht so sicher, ich bin schon 80 Jahre alt, aber ich fühle mich 50, also vielleicht mache ich es noch. Wir können meine Diskussion jetzt, so gern ich es machen würde, nicht weiter treiben. Es muss eine kleine Runde sein, aber alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, jetzt in den Workshops sich mit Ihnen weiter zu unterhalten, mit jedem Einzelnen, denn es wird mit Ihnen Workshops geben. Auf eine kleine Änderung oder ein kleines Angebot will ich noch hinweisen. Der Vertreter von Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie hat mich gebeten zu sagen, dass er auch bereit wäre, seinen Workshop morgen zur selben Zeit zu machen, weil er im Moment unterstellt, dass einfach viele Zuschauer Interesse daran haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und warum machen wir alle nicht das morgen? Ich glaube, das wird sehr kurz. Wir haben jetzt noch 45 Minuten oder 40 Minuten für die Workshops. Das, glaube ich, sollten wir nutzen. Die Räume sind angegeben im Programm und ich würde Sie bitten, gehen Sie in die Räume, 40 Minuten haben wir noch, 13.15 Uhr gibt es dann Mittagessen, 14 Uhr machen wir hier wieder weiter. Bedanke mich bei Ihnen.